Woran denkst du als erstes, wenn du an deine Schulzeit denkst? Ehrlich gesagt an Lernlust. Also ich bin immer sehr, sehr gerne in die Schule gegangen, zumindest die ersten 12 Jahre. Ich war ja G9. Das letzte Jahr war ein bisschen anstrengend, weil ich auf einer Reformschule war und man das Abi da nochmal richtig reinprügeln musste. Aber ich hatte unheimlich Spaß in der Schule. Du hast gesagt, du bist gern zur Schule gegangen. Warst du denn am Ende dann auch ein guter Schüler, würdest du sagen? Das ist ja immer die Frage, wer das definiert. Also ich glaube, ich war ein anstrengender Schüler, allerdings gleichzeitig auch ein neugieriger Schüler. Man kann sagen, das war im Studium auch so, dass ich, je langweiliger ich was fand, desto aktiver habe ich mitgemacht, weil ich es einfach nicht einsehe, irgendwo sein zu müssen und dort dann einzuschlafen. War dir in der Schulzeit schon klar, was du später machen möchtest? Also ich erinnere mich daran, dass ich in das Abi-Heft sowas geschrieben habe wie Pommesverkäufer auf der Karibik. Ich glaube aber, dass ich damals schon nicht so richtig, also das mit Augenzwinkern gemacht habe. Ehrlich gesagt hatte ich vor allen Dingen Interesse an den Fachgebieten, was ja so ein bisschen widersprüchlich ist, weil man ja immer so sagt, also man sollte eigentlich sofort wissen, Hauptsache was mit Menschen. Nee, ehrlich gesagt, ich wusste vor allen Dingen, ich will mal weg. Dieses Weg war Freiburg und ich habe unheimlich Lust, mich mit verschiedenen Dingen auseinanderzusetzen. Ja, Englisch, Deutsch und Geschichte, das hat mir dann richtig Spaß gemacht, ganz klar. Was ist das, was du am meisten mitgenommen hast aus der Schule? Am meisten mitgenommen habe ich die Tatsache, dass es ums Lernen geht und nicht um einen Austausch wie Noten, Belohnungen oder das Lob von irgendwem. Und das ist auch natürlich der Quell meiner Kritik am Schulsystem, aber natürlich auch der Quell der Frage danach, wie es besser gehen könnte.